Kostbare Leute, herzlich willkommen zu dem Programm Bereitet den Weg vor. Der Herr segne euch reichlich. Liebe Leute, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie groß und wie unendlich die Macht von Jesus Christus, unseren Gott, ist? Er ist der Schöpfer. Er hat das ganze Universum erschaffen. Uns Menschen, die ganze Schöpfung. Jesus Christus herrscht über die Natur. Jesus hat alle Gewalt. Jesus gibt uns das ewige Leben. Dazu können wir Johannes Kapitel 17, Vers 2 lesen. Und hier steht: Wie du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Halleluja. Jesus bedeutet also ewiges Leben. Und deshalb ist es so wichtig, kostbare Leute, bei Jesus zu bleiben, auch wenn der Wind heftig und stark weht, auch wenn es viele Versuchungen gibt, auch wenn du gerade traurig bist und denkst, dich hat jeder verlassen, wegen deinem Glauben, wegen deinem Lebenswandel. Du entscheidest dich lieber für Heiligkeit, statt mit der Masse mitzuschwimmen, statt das zu machen, was die Masse, die Mehrheit von dir erwartet, weil du dich für Gottes Gebote entscheidest. Sei gewiss, dass Gott dich verteidigen wird und Gott dich durchtragen wird. Es ist wichtig, kostbare Leute, auch wenn wir Christen sind, zu wissen, dass es keine Heilsgarantie gibt, zu wissen, dass wir zu Jesus immer stehen sollten, zu wissen, dass es auch Glaubensprüfungen gibt, die wir bestehen wollen, indem wir die Treue, die Ehrlichkeit unseres Herzens zu Jesus Christus, die Standhaftigkeit zu Jesus Christus beweisen, mit unseren Entscheidungen, mit unseren Handlungen, liebe kostbare Zuhörer. Lasst uns deshalb nun einmal die Bibel aufschlagen im Johannesevangelium Kapitel 15, der Weinstock und die Reben. Wir lesen von Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt es auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Kostbare Leute, wir haben soeben Johannes Kapitel 15 von Vers 1 bis 5 gelesen. Der Herr möchte, dass wir in ihm bleiben. Wie können wir in ihm bleiben? Indem wir uns komplett auf ihn fokussieren, dass er unsere Nummer 1 ist, dass wir ihm um Rat fragen, dass wir zu ihm beten. Wenn du zum Beispiel eine neue Arbeit annehmen möchtest, wirst du als erstes zu Jesus Christus beten und ihn flehen. Du wirst ihn fragen, du wirst eine Beziehung mit ihm haben. Du übergibst Jesus komplett dein Leben. Du fragst ihm um Rat, um Führung, um Leitung. Du bist nie wieder alleine. In Jesus Christus zu bleiben, verehrte Zuhörer, bedeutet auch, heilig zu leben. Das Böse zu meiden bedeutet Heiligkeit. Das Böse, wie zum Beispiel Bitterkeit, Unverzeihtheit, Wut, Zorn, Diebstahl, Eifersucht, fleischliche Begierden. Wenn wir wirklich wiedergeborene Christen sind, versuchen wir all diese Dinge so gut wie möglich zu meiden und uns immer für das Gute zu entscheiden. Liebe Leute, in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 9 steht: Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen, denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Liebe Leute, lasst uns also heilig leben. Heilig bedeutet gute Werke, gutes Tun, gute Gefühle im Herzen, gute Gedanken, Liebe zu dem Nächsten, Liebe
zu der verlorenen Welt, die noch nicht Jesus Christus kennt. Lasst uns also immer ein Beispiel sein, denn wir sind die Botschafter Jesu Christi. Liebe Leute, wenn ihr mit mir beten wollt, habt ihr jetzt die Gelegenheit. Lieber Herr Jesus, du bist so mächtig, du bist der ewige Erlöser und Erretter. Du hast nur gute Pläne für mich. Heute möchte ich Buße tun für alle Zweifel, für jegliche böse Taten und Gefühle und Worte, die ich jemals gesprochen habe. Bitte verzeih mir und wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Ich tue Buße für jede bewusste und unbewusste Sünde und bitte dich hiermit, dass du mir vergibst und mir ein neues, reines, heiliges Herz gibst. Heute empfange ich dich als mein Herr und mein Erretter und mein Heiland. Ich liebe dich, Jesus. Sei willkommen in jedem Bereich meines Lebens. Ich möchte ein treuer Diener sein und immer in dir bleiben, sodass ich viele Früchte trage. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens und leite jeden Tag, jede Sekunde meine Schritte. Und wenn du kommst, um deine heilige Gemeinde zu nehmen, bitte lass mich und meine Familie dabei sein. Ich danke dir für das Kreuz und das Blut. Im mächtigen Namen von Jesus bin ich heute wieder geboren. Amen. Liebe Leute, wir kommen nun zum Ende von der heutigen Sendung. Ich möchte euch jedoch einladen, wenn ihr Gebetsanliegen habt, meldet euch einfach unter der Telefonnummer 0160 920 10 220. Gerne könnt ihr auch unsere Webseite besuchen auf www.bereutundbereitetdenweg.org. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen, gesegneten Tag mit Jesus Christus. Wir hören uns bald wieder. Der Herr segne und bewahre euch. Musik.